Finanzminister aus 22 Ländern wollen bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen Klimawandel. Das vereinbarten sie auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Um den CO2-Ausstoß teurer zu machen, käme beispielsweise der Abbau von Subventionen in Frage. Konkrete Schritte wurden aber nicht beschlossen. Marine bringt Flüchtlinge des Rettungsschiffes Alan Kurdi an Land. Von Malta aus sollen sie nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht werden. Die Alan Kurdi hatte vor 10 Tagen 64 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Italien und Malta hatten dem Schiff verboten, einen ihrer Häfen anzusteuern. Ausschreitungen bei Protesten der sogenannten Gelbwestenbewegung in Frankreich. Dabei kam es in Toulouse zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Randalierer setzten Autos und Mülleimer in Brand. Die Polizei setzte Tränengas ein. Offiziellen Angaben zufolge wurden 37 Menschen festgenommen. Erneut Proteste in Serbien. In der Hauptstadt Belgrad sind mehrere tausend Menschen gegen die Regierung von Präsident Vučić auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten seinen Rücktritt. Sie werfen Vučić Korruption und Einschränkung der Medienfreiheit vor. Die Proteste dauern bereits seit Dezember an. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga: Leipzig-Wolfsburg 2:0, Hannover-Gladbach 0:1, Stuttgart-Leverkusen 0:1, Bremen-Freiburg 2:1 und Dortmund-Mainz ebenfalls 2:1. Das Wetter: heute vor allem im Norden und Osten sowie im Südwesten Regen, im Bergland Schnee, 4 bis 13 Grad.